Hey Leute, aktuell sind wir so ein bisschen auf einem kleinen Piratentrip in der Klasse und eventuell machen wir in der Mottowoche dann auch nochmal so ein kleines Piratenthema. Und ich habe da mega Bock drauf. Deswegen werde ich mir heute eine Hakenhand basteln und euch direkt mal zeigen, wie das geht. Ich würde direkt vorneweg sagen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr das feiert, dann schreibt mir das ruhig in die Kommentare, dann basteln wir nächste Woche vielleicht sogar eine Augenklappe, wenn ich das nicht schon gemacht habe. Jetzt schaue ich mal, wie ich das hier anstelle. So, hier nochmal, was wir alles für die Hakenhand benötigen werden. Unter anderem habe ich mir jetzt einen Blumentopf dafür gegönnt, weil der hier so einen schönen kleinen Nippel drin hat. Den kann man hier hoffentlich relativ gut sehen. Dieser kleine Nippel ist dann später sehr gut dafür, dass man das Ding gut halten kann. Aber dazu werde ich vielleicht später nochmal was sagen oder halt nicht, ihr kennt mich. Dann habe ich hier Alu-Klebeband. Das werden wir später für die Farbe brauchen. Schwarzes Panzertape. Ich werde sehen, ob ich das brauche. Also mal sehen. Dann habe ich hier Heißkleber, beziehungsweise eine Heißkleberpistole. Eine Pistole und hier ist der Heißkleber. Verdammt nochmal. Dann haben wir hier noch einen kleinen Filzstift und eine Schere. Ach ja, und Backpapier. Backpapier werden wir brauchen. Damit wir, ihr wisst schon, den Heißkleber von unserer Tischplatte runterkriegen, ohne die Tischplatte komplett kaputt zu machen, okay? Wichtig. So, jetzt schaue ich, womit ich anfange. Wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal den Heißkleber warm machen und solange den Haken auf dem Backpapier vorzeichnen. Okay, der Heißkleber ist jetzt gerade schon am warm werden. Ich werde jetzt einfach mal das Backpapier umdrehen. Einfach aus dem Grund, ich möchte das gezeichnete hinten haben. Und dafür dann schön nach Lust und Laune drüben mit dem Kleber rummatschen können, ohne dass der Heißkleber mir dann irgendwie die Farbe von der Folie runternehmen könnte. Ich will gar nicht, dass die Option da ist. Das soll mir gar nicht erst so kommen. So, jetzt natürlich zu. Ach Gott, wie ich das liebe. Warte mal. Reicht jetzt. Mann! So. Habe ich mich so auch geärgert. Jetzt können wir mal sehen, wie groß es in Relation ist. Ja, mein Deckelchen ist schon. Hat schon eine relative Größe. Ich würde mal sagen, so groß ist ungefähr unser Eimer. Da können wir mal schauen. Unser Eimer. Was ist mit mir? Na gut, so groß ist ungefähr unser Boden-Ding. Ich weiß nicht. Da zeichnet mir jetzt hier ungefähr so eine ungefähre Hakengröße. Was davon ich dann actual verwende, ist natürlich wieder was anderes. Oh je. Ja gut, das muss jetzt keine genaue Vorzeichnung sein. Hoffe ich. Ich habe sowas auch noch nie gemacht, also wer jetzt hier gehofft hat, irgendwie einen Rat zu kriegen, wie man das gut macht, der ist hier leider falsch. Das tut mir leid. Ich bin eigentlich auch nur ein Trottel, der es hier probiert, aber okay. Es muss am Ende ja nur halbwegs funktionieren. So, das kann man doch eigentlich ganz gut hinnehmen, oder? Was meint ihr? Ist das ein guter Haken? Ist doch ein guter Haken. Ein sehr guter Haken. Verarscht mich nicht. So, und wenn das Deckelchen hier ungefähr, dann machen wir hier noch ein bisschen weiter, damit man es dann ordentlich in diese Einkerbung reinstecken kann. Denn ich habe euch ja vorhin den Blumentopf gezeigt. Da hat hier drinnen ja diese Einkerbung. Die geht hier oben rein und hat hier unten halt nur diese Ausstülpung. Diese Ausstülpung, habe ich euch ja vorhin gezeigt, ist ganz gut, wenn ihr die Hand so macht, so zwischen Mittelfinger und Zeigefinger, und sie dann innen um diesen kleinen Nippel tut, ich nenne das jetzt Nippel, weil ich das mache, dann seht ihr auch hier drinnen so ein bisschen, umklammere ich dieses kleine Ding, den kleinen Nippel, und dann brauche ich hier nicht groß irgendwie was drumherum zu machen, sondern habe das Ding gut im Griff. Ich kann es gut anfassen, kann damit gut Widerstand haben, ohne dass das Ding hin und her schlackert. Und ja, das macht sich, wie gesagt, ganz praktisch. So, jetzt habe ich eine Hakenhand vorgezeichnet, die absolut nicht gut aussieht, aber ich werde sie benutzen. Das Endergebnis ist sowieso das Einzige, was zählt. Obwohl, doch, das passt, Digga. Das wird fetzen. Ich weiß es. So, dann drehen wir das hier erstmal wieder um. Diese Schande der Natur. Als wüsste ich das jetzt benennen würde. Gleich viel besser. So, sobald der Heißkleber warm ist, werde ich euch zeigen, wie es weitergeht. So, jetzt ist der Heißkleber warm. Mit anderen Worten, wir können jetzt anfangen, hier langsam unsere Form erstmal nachzuziehen. Das ist das Wichtigste. Erstmal nachziehen. Das muss auch noch nicht genau sein. Und wenn wir uns dabei halbwegs akkurat anstellen, dann wird das später eine sehr schöne Hakenhand. Ich schätze, das werde ich jetzt aber mal vorspulen. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit loszulabern.
So, wie ihr seht, habe ich jetzt erstmal die komplette Form, wie ich sie gezeichnet habe, nachgezogen mit Heißkleber. Und das Ganze wird jetzt so ein bisschen trocknen, wird erstmal aushärten. Und dann werde ich das ein paar Mal wiederholen, vielleicht 3-4 Mal. So, wie ihr jetzt hier halbwegs sehen könnt, hoffe ich zumindest, dass man das auf der Kamera halbwegs sehen kann, habe ich jetzt 4 Mal diesen Haken, den ich vorgezeichnet habe, nachgeklebt. Das sieht natürlich relativ witzig aus. Ich frage jetzt bestimmt, wie das noch ein ordentlicher Haken werden soll. Aber keine Sorge, wie ich bereits erklärt habe, das muss auch nicht so genau sein. Jetzt können wir alle mal übereinander legen. Und wie uns dann direkt auffällt, haben wir ihn direkt etwas breiter gemacht auf diese Art und Weise. Ich werde jetzt versuchen, diese 4 Lagen miteinander zu verbinden. Wahlweise kann man da auch einen Draht dazu tun. Einfach dazwischen, zwischen jede Ebene oder halt nur einmal, damit das Ganze noch an Stabilität gewinnt. Das ist aber kein Zwang, das ist alles rein hypothetisch und freiwillig. Ich mache das jetzt mal ohne, weil ich glaube, der Heißkleber an sich hält sich eigentlich ganz gut. So, jetzt sind alle 4 Stücke miteinander verbunden und ihr seht, das ist relativ stabil. Es ist ein bisschen wobbly, aber damit kann man ja leben. Ist natürlich noch nicht gerade genau, muss es auch noch nicht sein. Das kann man jetzt theoretisch ein bisschen zurechtschneiden. Ich werde aber auf jeden Fall erstmal versuchen, das Ganze mit Hitze etwas zu glätten. What we do here is go back.
So, jetzt, da der Haken soweit fertig ist, können wir beginnen, an dem kleinen Blumentopf noch ein, zwei Reparaturarbeiten vorzunehmen, was ich ja schon mal gemacht habe. Hier war ein kleines Loch drin, also habe ich dieses von innen mit dem schwarzen Panzerdämpfer versiegelt und hier draußen mit dem Heißkleber schon mal die Wunde zugemacht. Die Wunde, die Öffnung. Und dasselbe werde ich jetzt hier oben machen. Nur so, also ich werde jetzt hier keinen Heißkleber drüber tun, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich will unten mit Panzertape die Löcher hinschließen. Und wer weiß, vielleicht habe ich dann auch schon einen Rahmen hier abgecuttet. Das mache ich wahrscheinlich mit einer Schere und runde das Ganze mit einem Cuttermesser ab. Das werdet ihr aber gleich sehen. So, sieht ja schon mal ganz gut aus, nicht wahr? Und wenn wir jetzt den Haken schon mal so in diese kleine, in diesen kleinen Nippel reinstecken, dann seht ihr, sieht das doch schon mal gar nicht schlecht aus, oder? Tja, ist ja schon mal ganz nett, aber natürlich wollen wir, dass das Ganze auch nach Metall aussieht. Und dafür nehmen wir das Alu-Klebeband. Ich würde sagen, ich werde mich als erstes darum kümmern, dass das hier nach Metall aussieht. Oh je, ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Ich schätze, das wird eine kurze Unterbrechung geben. Okay, machen wir einfach weiter. So, unterschiedlich bei so einigen Haken ist jetzt. Oft sind diese Teile hier am Haken schwarz, aber ich würde es gern komplett silber machen. Das ist natürlich ab jetzt jedem selber überlassen. Wenn mir das Silberzeug nicht gefällt, dann wird es wahrscheinlich auch einfach mit schwarzem Panzertape überklebt. Also ich habe mich jetzt dafür entschieden, mit dem schwarzen Klebeband den Blumentopf zu ummanteln. Ich glaube, dass es im Großen und Ganzen keinen so wahrscheinlichen Unterschied macht, aber für die Optik kann man es ja mal machen.
Okay, die Entscheidung kommt relativ spät, aber ich werde versuchen, diesen Rand hier noch abzuschneiden. So, und nun zum Endergebnis. Das sieht doch gar nicht mehr schlecht aus, oder? Ja. Wie ihr seht, ich habe ja noch kleine Verzierungen dran gebastelt. Das sind solche kleinen Nietenteile, die man hinten dann auseinanderklappen kann. Ich habe dafür ein Maßband um den äußeren Ring drumherum gehalten und mit einem weißen Stift dann Punkte an den jeweils zweiten Zentimeter gesetzt. Dann habe ich mit einer Reißzwecke Löcher da reingebohrt, diese Löcher mit der Schere vergrößert und dann konnte ich die Nieten daran befestigen. Die Nieten, die auf der anderen Seite ausgeklappt waren, habe ich dann auch wieder mit Panzertape fixiert, so dass man sich daran nicht ratzen kann. So sieht das Ding jetzt auch von innen aus. Von innen sieht es ein bisschen gammelig aus, aber zum Glück sieht man es nicht von innen, wenn ich es anhabe. Und jetzt kann ich jedermanns Party entern. Jetzt bin ich ein wahrer Matrose. Ich werde mir wahrscheinlich auch noch eine Augenklappe bauen und euch dann später berichten, wie ich das gemacht habe. Vielleicht sieht man sich, wenn man in See gestochen ist. Na dann, habt noch einen schönen Tag.